Ja, und damit auch herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Und damit sind wir in Hallo, Kapitel Bello. 7. Weißt du, man sieht nicht jeden Tag eine komplett verborgene Stadt, die seit Jahrhunderten niemand mehr gesehen hat. Bis auf Asaf. Bis auf Asaf. Und ein paar seiner Männer. Und ein paar seiner Männer. Bist du soweit? Du hast den Moment total versaut. Ist dir klar, oder? Ja, bin soweit. Ja, das hat sie Wie kommen wir tatsächlich rein? Weiß irgendwie. nicht. Sieht aus, als ob an der Seite alte Gemächer sind. Also hoch. Und damit endlich mal hallo und herzlich willkommen zu Sagt denn niemand, Uncharted. dass das echt ist? Und das ist okay. So, da ich hier offenbar nichts sagen darf, weil plötzlich irgendwie die Manie des Sprechens ausgebrochen ist. So, oh ja, das sieht mir sehr Tomb Raider-like aus. nein, halt dich fest, Scharfschützen, oh. Geht's noch? Alter, wer ist das? Ja, den habe ich gesehen, aber der kann mir nicht so wehtun wie der andere. Geht das durch die Pflanze? Anscheinend ja. Was? Mitgezählt habe ich jetzt die Errungenschaft bekommen. Sind hier noch mehr? Garantiert, oder? Ja, genau. Oh, ey. Ganz ehrlich, ich würde auch vorher mal so ein bisschen wie eine Schnecke rumkriechen, bevor ich irgendwo rumspringe. Das ist doch nicht mehr normal. Halt dich bloß nicht fest. So, wir müssen da hinten hin, nehme ich mal an. Da waren Schüsse. Brüder, wir müssen uns um ein paar Parasiten kümmern. Ich freue mich schon drauf. Aha. Wo ist der andere? Was ist denn das jetzt? Ja, der hat aber auch gesagt, Brüder. Ja, das sind schon zwei. Kommt der jetzt nochmal runter oder muss ich nach da oben? Ich kann von hier unten sehr, sehr schlecht zielen. Oh. Nein, ich hab meine. Mist, ich hab meine Chance vertan. Das war knapp. Aber der läuft bestimmt gleich nochmal nach hierhin zurück, oder? Das ist einfacher. Du siehst meine Hände nicht, du siehst meine Hände nicht. Komm, komm, komm. Ja, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. So schön. So, wo ist der jetzt gewesen? Auf der anderen Seite. Theoretischerweise könnte ich da natürlich auch hochklettern. Aber die kommt dann aber auch gar nicht da raus, ne? Wenn die einmal da dran ist. Jetzt, das ist das, was ich meine. Komm, jetzt. Wo kommt das denn jetzt her? Irgendwo da unten. Jetzt wollte ich gerade hier oben aufmachen.
Achso, ich habe C4. Ja, ja, klar, okay. Nein? Hat die jetzt erledigt? Sie hat sie nicht erledigt. Okay. Darf ich jetzt die Kiste öffnen, bitte? Ja? Oh. Nein, anscheinend nicht. Hallo, geh doch mal weg hier. Ja, geh bloß nicht in Deckung. Ich... Sie sehe ich. Ach, da unten ist der. Kann sie ihn wenigstens ausschalten, damit ich hier endlich mal das Ding öffnen kann? Natürlich nicht. Wo ist der? Ja, war wohl nichts mit deinem Überraschungsangriff, wa? Aber anscheinend sind noch welche da. Ich hoffe jetzt trotzdem ein bisschen versteckt, dass ich jetzt endlich mal hier öffnen kann. Ah, Moment, schießt keiner. Was natürlich nichts heißt, aber, ne? So. Ne, Moment. Sehr schön. Ich war nie hier. Erfolg freigeschaltet. Sehr cool. Kannst du mal bitte vielleicht einsammeln, anstatt hier direkt über die Klippe zu springen? Geht's noch? Ist da ein Schatz oder so? Achso, nee, das ist nur... Frage ist, hat der Munition dabei? Ah, das kann ich nur tauschen. Na gut. Okay, nee, dann gehe ich mal zu ihr rüber. Fraser, da sind noch mehr. Wo denn? Wo denn? Hallo? Sie hat gesagt, hier sind noch mehr. Ach, da hinten hängt noch einer, glaube ich, ne? Nein, nicht da. Ah, nee, das ist ein Blatt. Ah, okay, da sind die. Oh, da sind die anderen. Toll, die hat keine Munition mehr. Ist doch super. Da du nicht aus der Deckung rauskommst, nehme ich mal an, dass irgendwo noch was Größeres hängt. Guck mal oben nach. Bloß nicht. Oh fuck. Oh fuck. Ach so, das ist sie. Oh. Alles sicher. Suchen wir einen Weg hier raus. Sicher, dass es sicher ist? Moment, wo habe ich denn... Achso, den Kronleuchter hier oben. Die Frage ist nur, brauche ich den überhaupt? Warte mal. Wenn ich nach oben will vielleicht, aber... Nee, lass mal los hier. Ich wollte gerade sagen, da unten können wir doch so durch. Weiter geht's. Boah. Ich hasse diese Typen. Mal sehen, wo wir rauskommen. Oh, 16 Schuss, 60 Schuss.
Ich mag die Schrot ja nicht so. Kannst du dich auch mal bewegen, bitte? Danke. Lauf doch einfach mal dieses Schneckentempo, nur dieses ewige Stehenbleiben, wenn man die ganze Zeit nach vorne drückt. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Wir sind jetzt quasi wieder am gleichen Ort, wo wir eben waren, nur auf der anderen Seite. Da werden wir aber nicht rüberspringen können. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da überhaupt rüberspringen können, aber anscheinend können wir da doch hochklettern, oder? Also es wäre wirklich einfacher, wenn man das Timing hätte, ich drücke den Stick nach oben, sie läuft. Das wäre am einfachsten. Wow, da oben. Asaf hat wohl keinen Eingang gefunden, also hat er einen gemacht. Man sollte annehmen, dass Asaf mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaf respektiert nur Asaf. Ihr Vorsprung bei den Wasserfällen. Da kommen wir weiter. Dachte ich auch, aber du redest immer. Halt. Ist das oben? Können wir da hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Hätte nie gedacht, etwas Eindrucksvolleres als Halle Witt zu sehen. Irgendwie schade, dass Belur der Welt verborgen ist. Tja, jetzt wissen wir warum. Aber wo springst du drauf an? Müssen wir da doch hochklettern? Es wird ja irgendwie auch nicht stärker, ne? Wir können ja gar nicht hochklettern, oder? Ich würde gerne hier hoch. Das ist das Problem. Ich denke, dass das da oben drauf liegt. Aber sie möchte nicht wirklich hier hochklettern. Am Wasser wird sie wahrscheinlich nicht hochklettern können, genau. Moment. Komme ich da wahrscheinlich von dieser Seite aus nicht rauf, oder? Nein, 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 nicht einfach von selber bewegen, Mädel. Von da aus käme ich wahrscheinlich da hoch, beziehungsweise damit käme ich wahrscheinlich da hoch. Ich denke mal, dass das da unten in der Kammer ist oder über uns drüber. Aber wie komme ich da hin? Weil da sterbe ich eher, als dass das funktioniert, oder? Ich probiere es mal einfach. Nein, natürlich nicht. Ja, wo ist die denn jetzt? Hallo? Achso. Es wird ja auch schon helfen, wenn du irgendwie mal Licht anmachen würdest, ne? Dass man hier mal was sehen könnte. Hier, genau hier muss ich durch. Genau das ist versperrt. Und sie will kein Licht anmachen, weil Spiel, oder? Okay, da klingen wir hoch. Aber da komme ich dann nicht mehr zu dem... Oder? Halt. Noch ein Gott? Wahrscheinlich einer der Hosala-Könige. Wie viele Könige hatten sie damals? 11. Der junge König war der letzte der Linie. Tja, sein Plan hat geklappt. Er rettete die Stadt vor dem Perser. Ja, da muss ich rum. Das Problem ist... Doch, ich höre jetzt immer noch den... Ah ja, ich sehe es jetzt mittlerweile auch. Nein, nein, ich will nicht zielen, ich will runter. So. Yes, sehr schön. Problem ist, komme ich jetzt von hier aus überhaupt wieder da dran? Weil die hat das jetzt losgelassen, obwohl ich es nicht loslassen wollte. Nein, du sollst da nicht rein.
Oder komme ich da durch? Ja, aber wahrscheinlich nicht, ne? Die kann jetzt nicht rausklettern, aber reinklettern nicht. Nee, nee, okay. Ja, ich denke mal, ich muss mich sterben lassen. Weil... Ja, also hochhangeln kann ich mich nicht mehr, wenn ich einmal da drin bin. Aber Hauptsache, ich habe das Ding. Das war jetzt schon mal viel wert. Da muss ich hin, ne? Aua, ich war mir gerade nicht sicher. Ja, kein Thema. Nimm's bloß nicht an. So. Dann mal los. Hier geht's lang. Hier geht's lang ist gut. Wo lang denn? Hab ich mich jetzt erschrocken? Ach so. Ach so. Ja, verstehe. Verstehe. Mach's auch. Hier ist nichts für uns. Na gut. Hier auch nichts. Dann klettern wir mal die Fassade hoch. Okay, wir sind bald da. Das Problem ist, wir sind dann natürlich genau da, wo die Männer jetzt sind und sich den Eingang gemacht haben. Es wird immer beeindruckender. Ist geil, ne? Falls noch jemand Bedenken hatte, dass das Belur war. Herr Shiva. Und Nandi. Und das ist wohl Ganesha, bevor er seinen Elefantenkopf bekommen hat. Möglich. Könnte auch Katekeya sein. Shivas älterer Sohn. Der Hindu-Gott des Krieges. Sie haben wohl verschiedene Wege gewählt. Irgendwo hier oben ist noch ein Schatz. Die Frage ist nur, wo? Ah, ich hatte es gerade. Da. Sehr schön, sehr schön. Ja, komm, beweg dich. Verdammt, der Eingang wurde gesprengt. Es muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Es muss immer einen anderen Weg geben. Langsam wird es schon fast langweilig, weil es halt immer einen anderen Weg geben muss. Ja. An den Seiten. Lauf doch einfach mal dahin und guck mal eben nach. Da kann man nicht klettern, so wie es aussieht. Ich denke mal, da können wir auch nicht rüber, weil das alles so komisch abgesperrt ist. Was ist denn hiermit? Das sieht doch gut aus. Eigentlich. Ach, da kann man sogar rein. Hier drin, Nadine. Schmeckt lecker. Da ist Sackgasse, okay. Ja, geh. Los. Beeilung. Wir müssen die anderen einholen. Ich sehe sie. Und da ist auch noch ein Dings. Ein Schatz. Ja, dann los. Oh, ich wollte den Typen gerade von hinten. Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Was ist das hier? Ein Bad? Oder ein Brunnen? Vielleicht beides. Da. Sehr schön. Okay, es gibt immer einen anderen Weg. Ich denke mal, wir müssen schwimmen, ne? So wie es aussieht. Ich hasse es. Oh, was ist das für eine beschissene Kameraperspektive? Ist das oben drauf oder ist das unten im Wasser? Da oben. Das ist ein Wasserreservoir. Na? Da lässt es nach. Da lässt es auch nach. Das muss doch hier vorne im Wasser irgendwo sein. Da blinkt doch was, oder nicht? Ah, ja. Haben meine müden Augen doch was richtig gesehen. Sehr schön. Komme.
Musste nur noch kurz einen Schatz besorgen. Tut mir leid. Ah, sieh mal. Die Königin und ihre Zofen. Das war wohl das königliche Bad. Zur Abwechslung mal Statuen von Frauen. Dabei waren die Frauen bei den Hoysala eine wichtige Rolle. Vor allem die Königinnen. Kein Wunder, wenn die Könige und Männer ständig irgendwo kämpfen. Sie kümmerten sich auch um die schönen Künste. Poesie, Musik und sowas. Belur gehörte sozusagen ihnen. Da müssen wir auf jeden Fall rum. Und ich denke mal, hier sind die anderen. Zum Himmels Willen ist das. Was ist das? Alte Kanada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Okay. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hingelaufen? Boah, kaum drehst du dich um, ist die schon wieder weg. Sieht wie eine Trommel aus. Das ist eine Trommel. Wir bewahren hier alles Mögliche auf. Woher weißt du, dass das wie eine Trommel aussieht, wenn du gar nichts davon mitbekommst, wo ich gerade bin? Oder was ich mir angucke? Schönen Gruß an Gamesünden. Fraser, hier drüben. Wow. Nee. Aber irgendwo ist hier mein Schatzradar angegangen. Was haben wir hier? Weihrauch oder Kräuter? Boah, da vibriert sogar... Ah, hier. Sehr schön. Ein Kamm, denke ich, so wie das Ding aussieht. Dann kann ich jetzt auch hier angucken, was du gefunden hast. Wenn ich es denn kann, weil von der Seite geht's nicht. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Mein Dad war hier. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist. Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Das Ganesha nicht. Oh. Gut, dass ich das dabei habe. Ja, ich würde sagen, damit hatte ihr das Wichtigste vermacht, was sie ja in dem Fall brauchte bei dieser ganzen Geschichte.
Zum einen den Schlüssel, zum anderen die Erkenntnis. Ja, hier durch. So, jetzt ist die Frage. Nee, hier können wir noch runter. Hier sind Treppen. Oh, umwerfend. All diese Pracht. Und niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir dahin? Ja, wie kommen wir dahin? Das ist jetzt die große Frage. Ich habe schon Flashbacks vom, ich glaube, es war der erste oder zweite Teil von Tomb Raider, wo dann überall die Dinosaurier rumliefen irgendwann. Ziemlich hoch. Das sah genauso geil aus, nur natürlich mit einer ganz, ganz anderen Grafik. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal die Gelegenheit nutzen, einen kleinen Cut zu machen und dass wir den Rest des Weges in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.